Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzsicherheit. Heute starten wir mit einem mehr oder weniger neuen Thema und zwar mit dem Netzzugang. Was bedeutet erstmal Netzzugang? Kleines Beispiel hierzu und wirklich nur die Einführung, was heute so passiert, ist wirklich sehr, sehr simpel. Und zwar, das links bin ich. Ich möchte ins Internet. Wer hätte das gedacht? Ich will mal wieder ins Internet. Ja, Problem ist, dass mein Router kaputt ist. Ja, was mache ich da? Ich nehme natürlich den Router von meinem Nachbarn. Nein, natürlich mache ich das nicht. Aber nehmen wir mal an, ich würde den Router von meinem Nachbarn nehmen. Das wäre der sogenannte Network Access Server, der kurz genannt NAS. Und ja, dieser Router wird mir wahrscheinlich keinen Zugriff gewähren, denn er wird erstmal eine Weile brauchen, bis er mich durchlässt. Und das Problem ist, er handelt erstmal mit seinem sogenannten Authentication Server die ganzen Daten aus, ob ich jetzt Zugriff habe oder ob ich keinen Zugriff habe, wie das jetzt alles abläuft, ob ich vielleicht doch ein bisschen Zugriff habe oder ja, eben all diese Dinge. Und genau das sehen wir hier. Und darum soll es in dieser Unterreihe hier gehen. Wir wollen also ins Internet und uns irgendwo auf einem NAS einloggen. Und also nicht Network Attached Storage, das ist was völlig anderes. Network Access Server wird leider auch abgekürzt mit NAS. Und ja, der wird uns dann irgendwie Zugriff gewähren oder eben nicht gewähren. Und da gibt's verschiedenste Varianten davon. Das Problem ist, dass wir natürlich nicht jede Leitung gleich behandeln können. Und zwar müssen wir eigentlich unterscheiden, ob wir jetzt zunächst einmal über Kabel angebunden werden. Das heißt, loggen wir uns direkt so ein, dass irgendwie eigentlich niemand wirklich Möglichkeiten hat, auf diese Leitung zuzugreifen. Sprich, wenn ich über Kabel mich einlogge hier, dann kann ja eigentlich, also nehmen wir an, das ist mein Router, der ist ja auch in einer gewissen Art und Weise Network Access Server, dann kann ja hier eigentlich niemand auf meine Daten zugreifen. Das heißt, ich habe eine ganz andere Sicherheitsvoraussetzung, wie wenn ich jetzt, sagen wir mal, mich über Wi-Fi einlogge. Wenn ich mich über Wi-Fi einlogge, dann ist das ein Broadcast-Medium, was so viel bedeutet, wie jeder kann den Traffic mitlesen. Und ihr habt vielleicht meine Hacking-Serie gesehen, also meine ethische Hacking-Serie. Das allererste Video beschreibt einen Angriff auf WPA2, ist im Endeffekt ein Brute-Force-Angriff. Was anderes gibt's auf WPA2 nicht. Jeder, der euch was anderes sagt, ist eigentlich ein Lügner, möchte ich jetzt mal so behaupten. WPA und WEP ist natürlich eine ganz andere Geschichte, aber WPA2, ja, ist tatsächlich nur über Brute Force angreifbar. Das heißt, ich muss irgendwie hier was machen, damit ich hier sicheren Zugriff auf diesen Network Access Server habe, auch wenn jeder diesen scheiß Traffic mitlesen kann, was echt ein Problem darstellt. Und ich habe natürlich auch noch einen ganz speziellen Sonderfall. Sagen wir mal, ich möchte übers Internet auf einen Network Access Server. Stellt euch vor, ihr tunnelt euch bei eurer Uni oder bei eurer Schule über einen VPN-Server ein und wollt dann eben von denen irgendwelche Sachen runterladen. Das bedeutet sowas wie zum Beispiel, ihr loggt euch, also ich kann zum Beispiel mich bei meiner Uni einloggen via VPN und dann habe ich Zugriff auf andere Webseiten, die dann sehen, ah okay, der kommt aus dem KIT-Netz, der hat jetzt also Zugriff auf diverse Paper, Forschungspaper oder Lektüren oder sonst irgendwas, gratis quasi von mir zu Hause, aber dadurch, dass ich Zugriff auf den VPN habe, sehe ich so aus, als wäre ich direkt beim KIT, was ich ja im Endeffekt auch bin, nur halt nicht physisch. Und dann habe ich Zugriff auf die ganzen Lektüren. Das heißt, ich bin zuerst im Internet unterwegs, muss mich dann bei meiner Uni einloggen und die stellen mir dann sozusagen den Network Access Server zur Verfügung. Und von dem geht es dann weiter in das restliche oder nochmal ins Internet sozusagen. Das heißt, ich gehe übers Internet zu einem Network Access Server, wiederum ins Internet. Was ein bisschen bescheuert klingt, aber tatsächlich sehr, sehr nützlich sein kann. Und deswegen natürlich auch irgendwie berücksichtigt werden muss. Das heißt, wir haben hier eigentlich drei völlig unterschiedliche Szenarios, die ich euch aber trotzdem alle zeigen möchte. Wir fangen natürlich mit mehr oder weniger leichtesten an und handeln uns dann so ein bisschen nach und nach zum schwereren vor, aber nicht wirklich schwer. Also ich meine, WPA2 ist jedem von euch ein Begriff. Ich möchte euch natürlich trotzdem noch ein bisschen zeigen, wie WPA2 funktioniert. Und dann versteht ihr auch, wie dieser Angriff hinten dran funktionieren kann, den wir da eben im ethischen Hacken gemacht haben. Den eigentlich jeder machen kann, der wirklich nicht schwer ist, aber es steckt doch ganz schön viel Gehirnschmalz drin. Ja, und das ist eben der Teil, um den es in dieser Unterserie sozusagen gehen soll. Ich hoffe, ihr freut euch drauf und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.